Großer Moment für die Firma Ineos Paraform in Mainz-Mombach. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Evelyn Lemke nimmt die neue Abluftreinigungsanlage in Betrieb. Das 1,5 Millionen Euro teure Projekt in Mainz ist mit Unterstützung des LIFE-Umweltprogrammes der Europäischen Union umgesetzt worden. Das ist ganz klar eine Standortsicherung für den Standort Mais, für Industrie und chemische Produktion am Standort in Rheinland-Pfalz. Wir haben eine starke Industrie in Rheinland-Pfalz und die gilt es zu sichern. Und gleichzeitig haben die Bürger natürlich Interessen, wie auch weitere Abgasemissionen, auch weitere Geruchsemissionen zu verhindern. Diese Anlage hier wird 75% der Emissionen rausholen. Das ist auch CO2-mindernd, spart Energie, also rundum tolles Paket. Das Industriegebiet in Mainz-Mombach liegt sehr nahe an Wohngebieten. Die Geruchsbelastung für die Bevölkerung war in der Vergangenheit vergleichsweise hoch. Mit der neuen Abluftreinigungsanlage werden die Emissionen auf ein Minimum reduziert und die Luftqualität deutlich verbessert. Ineos setzt damit Chemie hoch 3, die Nachhaltigkeitsinitiative der chemischen Industrie, vorbildlich um. Es ist für uns wichtig, auch darzustellen, dass das nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern wir leben dieses Thema, insbesondere hier in Mainz-Mombach. Wir haben hier durch die Bündelung der Industrie in diesem Bereich eine durchaus nennenswerte Geruchsbelästigung für die Bevölkerung. Und wir versuchen durch diese neuartige Technologie unseren Beitrag zu leisten, diese Belastung hier in Mainz zu reduzieren. Eine Investition für den Umweltschutz. Die Wirtschaftsministerin ist natürlich hoch erfreut, dass Ineos Paraform mit dieser Innovation eine Technik mitentwickelt hat, die auch in anderen Industriebetrieben zum Einsatz kommen kann. Diese Innovation, die wollen wir natürlich auch in anderen Betrieben zum Einsatz bringen, respektive im Ausland verkaufen. Und wir wissen aus Studien, dass der Bereich der Umwelttechnologie am stärksten wächst, nämlich mit 13-14%. Das sind die Exportgüter, mit denen Rheinland-Pfalz auch groß geworden ist und stark bleiben soll. Deswegen ist diese Anlage wieder eine von den Goldstücken, die man nach draußen verkaufen kann. Der neue Abluftfilter zerstört die letzten Reste von Ammoniak, Formaldehyd und Methanol in den Abluftströmen des Chemiebetriebes. Neu an dem Verfahren ist der Einsatz einer plasmakatalytischen Oxidation. Ineos Paraform verbessert in Mainz-Mombach damit nicht nur die Luft, das Unternehmen sichert auch Arbeitsplätze.